Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Fahrradfahren. Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Hui. Genau richtig für eine lustige Fahrradtour. Was für ein riesig großer Kürbis. Papa Wutz ist sehr stolz auf seinen Kürbis. Ja, das ist wirklich ein dicker Otto. Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen. Schneller, Schorsch! Klausi, Luzi, Luisa! Klausi Kleff, Luzi Locke und Luisa Löffel sind auch mit dem Fahrrad unterwegs. Schorsch kann nur Dreirad fahren. Er fährt so langsam. Wer als Erster bei dem dicken Kürbis ist. Aber seid vorsichtig. Der darf nicht kaputt gehen, weil der meinem Papa gehört. Und mein Papa ist bestimmt traurig, wenn der kaputt geht. Keine Sorge, Peppa. Und los! Peppa und ihre Freunde sausen auf den Kürbis zu. Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Entschuldigung. Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt. Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als Erster oben ist. Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa, ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer als Erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis! Ich bin die Schnellste! Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa. Jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt, wo der Kürbis kaputt ist, können wir ja einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Hurra! Ballettunterricht. Peppa besucht ihre erste Ballettstunde. Das ist Madame Gazelle, die Ballettlehrerin. Ah, so.
da ist die kleine Peppa. Du willst also tanzen lernen. Hallo, Madame. Ah, wie süß. Willkommen zu deiner ersten Ballettstunde. Ich hol dich nachher ab. Bis gleich. Viel Spaß, bis später. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Kinder, wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-Plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arme. Stellt euch vor, ihr wärt ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan? Miau. Nee. Grazie und Anni. Peppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama, ich hab wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du? Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa Wutz und George und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz zu Hause. Papa, George, ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht, aber für dich und George und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut. Also, ich mache das jetzt erstmal vor und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt. Aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de deux. Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Papa wird fit. Mama Wutz guckt ein Fitnessprogramm im Fernsehen. Und weiter, so ist es gut. Beugen, strecken. Beugen, strecken. Ah, ich liebe Fernsehen. Was guckst du, Mama Wutz? Das ist eine Sendung mit Gymnastikübungen, um fit zu bleiben. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so.
das ist leicht. Papa, hör auf, so zu tun, als könntest du das nicht. Ich tue aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa, das ist aber nicht sehr gut. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Radfahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe! Papa Wutz ist schon lange Zeit weg. Mama, wo bleibt Papa denn? Keine Sorge, Peppa. Papa hat bestimmt großen Spaß, wenn er so lange fortbleibt. Papa, wo warst du denn? Ich bin den ganzen Hügel runtergesaust und hinterher musste ich alles wieder hochschieben. Oh, armer Papa Wutz. Na ja, wenigstens habe ich trainiert. Ja, heute schon. Wie meinst du das? Morgen machst du weiter mit dem Training. Was? Papa, um fit zu werden, musst du jeden Tag trainieren. Auweia. Keine Sorge, Papa. Ich bin doch deine Trainerin. Ja, das bist du allerdings. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Matschepampe. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen im Haus bleiben. Papa, die Sonne scheint wieder. Können wir jetzt nach draußen? Ja, gut. Dann los, ihr zwei. Peppa springt gern in die Matschepfützen. Ich mag Matschepampe. Peppa, wenn du in die Matschepfützen springst, musst du Gummistiefel anziehen.
Mach ich, Mama. Schorsch springt auch gern in die Matschepfützen. Schorsch, wenn du in die Matschepampe springst, musst du Gummistiefel anziehen. Peppa kümmert sich gern um ihren kleinen Bruder Schorsch. Schorsch, wir suchen noch mehr Pfützen. Peppa und Schorsch haben eine Menge Spaß. Peppa hat eine kleine Pfütze entdeckt. Schorsch hat eine große Pfütze entdeckt. Guck, Schorsch, eine riesengroße Pfütze. Schorsch will als erster in die große Pfütze springen. Halt, Schorsch. Vielleicht ist sie ja zu tief für dich. Gut, sie ist nicht zu tief für dich. Ach, Schorsch, es ist nur Schlamm. Peppa und Schorsch mögen Matschepfützen so gern. Komm mit, Schorsch. Wir zeigen Papa, wie wir aussehen. Du lieber Himmel. Papa, Papa, rat mal, was wir gemacht haben. Lass mich überlegen. Habt ihr Fernsehen geschaut? Nein, nein, Papa. Habt ihr etwa gebadet? Nein, nein. Ah, ich weiß, ihr springt durch die Matschepfütze. Ja, ja, Papa, wir springen durch die Matschepfütze. Hoho, schaut mal, wie ihr ausseht. Oh. Nicht schlimm, ist ja nur Matsch. Wir machen es schnell weg, bevor Mami euch sieht. Papa, wenn wir sauber sind, gehst du und Mama dann mit uns nach draußen? Ja, wir spielen alle im Garten. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Mama und Papa tragen auch Gummistiefel. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Oh, Papa Wutz, was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Himmelsdrachen. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park. Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen. Schorsch will es als erster versuchen. Schorsch läuft so schnell er kann. Aber der Drachen fliegt nicht. Schorsch, du machst das ja ganz falsch. Du warst nicht schnell genug. Und jetzt bin ich dran. Peppa rennt so schnell sie kann. Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen. Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht. Egal wie schnell ihr lauft. Oh. Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt. Oh. Schaut mal! Der Wind ist endlich da!
Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind weht jetzt wirklich sehr stark. Schorsch! Peppa! Danke, Papa. Jetzt ist Papa Wutz dran. Höher, höher! Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Oh. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Oh je, der Drachen hängt im Baum fest. Oho. Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra! Ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja. Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig! Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn! Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Ha. Hurra! Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh je, was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra! Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matschepampe rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Matschepfützen machen mindestens genauso viel Spaß, wie einen Drachen steigen zu lassen. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Boah. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja, Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Oh. Peppa, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Peppa Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Peppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling.
Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling, ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa, und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Spielen Frösche mit Puppen? Aber Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne im Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Neue Schuhe. Peppa und Schorsch haben im Garten gespielt. Peppa, wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja! Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh! Papa Wutz schaut im Schubkarren nach, aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh! Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach, aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh! Jetzt waren wir überall, aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen. Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch, wieso denn nicht? Schorsch, ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa, guck mal, meine Schuhe, sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot.
Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa, und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Yippie! Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Gewitter. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sausia. Du musst jetzt Danke sagen. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sausia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Was war das für ein Geräusch? Peppa! Schorsch! Schnell! Kommt ins Haus! Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt, mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik. Der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sausia! Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy! Ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass. Guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Tschie, hey, und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa.
Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Mmh. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je, was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Babyeier leicht. Ey, was? Schnell, es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Babyeier leicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei. 3 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra! Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfützen. Peppa liebt es, durch Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, Schorsch, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Yippie! Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. Schorsch, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauch ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur 2 Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Baby Eierlein. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich habe da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur.
Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt, Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Hohoho, natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Hohoho, ich mag Zelten. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll! Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß, ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Ho, 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 ho. Mach nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme! Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau! Eiscreme! An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Sausier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Sausier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will.
Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorsch, Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörnchen-Eis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Pepper. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Pepper. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Pepper und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Pepper und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Am Strand. Pepper und ihre Familie machen einen Ausflug an den Strand. Pepper und Schorsch lieben den Strand. Was für ein Haufen Zeug. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen, wenn wir gehen. Sonnenschirm, Strandtasche, Handtücher, Eimer und Schaufeln und ein Wasserball. Gut, aber bevor ihr spielen geht, müsst ihr eingecremt werden. Die Sonne ist sehr heiß, deshalb brauchen Pepper und Schorsch Sonnencreme. Kommt, wir testen mal den Wasserball. Scheint zu funktionieren. Was für ein großartiger Wasserball. Schorsch, du wirfst den Ball und ich fang ihn. Schorsch, fang! Oh je, Schorsch ist zu klein, um den Ball zu fangen. Mach doch nicht, Schorsch. Willst du mit Pepper vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Ah! Oh! Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Pepper und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Pepper, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama. Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, Bitte, Papi. Oh, na gut. Yippie! Pepper und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Wenn du schön bitte sagst. Bitte, bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen. Schorsch, sollen wir Sandburgen bauen? Pepper und Schorsch bauen Sandburgen. Zuerst füllen wir den Sand in die Eimer. Siehst du? Dann drehen wir die Eimer rum und klopfen drauf. Und heben sie wieder hoch. Hokus pokus. Eine Sandburg. Hokus pokus. Noch eine Sandburg.
Peppa, Schorsch, Zeit nach Hause zu gehen. Und lasst nichts hier liegen. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen. Handtücher, Strandtasche, Sonnenschirm und der Wasserball. Das ist alles. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Natürlich, wir haben den Hut vergessen. Papa, wir haben Papa vergessen. Oh, ja, wir haben Papa vergessen. Hä? Was? Papa, fast hätten wir dich hier vergessen. Aber Schorsch hat an dich gedacht. Schön, dass wenigstens Schorsch an mich gedacht hat. Opas Boot. Opa und Oma Wutz machen mit Peppa und Schorsch eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Willkommen an Bord, Matrosen! Peppa, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Peppa und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Wenn Captain Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Captain Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht, Captain Opa. Schorsch, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain. Oma Wutz ans Steuerrad. Ei, ei, Captain. Volle Kraft voraus. Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Peppa. Wir fahren später noch schnell. Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Eimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ihr beide benehmt euch wie kleine Kinder. Opa Kleff hat mich Wasserschwein genannt. Du hast ihn zuerst Seehund genannt, Opa. Du solltest dich entschuldigen. Nur wenn er sich zuerst entschuldigt. Opa, entschuldige dich bei Opa Wutz. Er ist dein bester Freund. Nein, er ist ein Wasserschwein und mein Boot ist schneller als seins. Na gut, Seehund. Wir machen ein Rennen bis zur Brücke. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, los! Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein! Seehund! Und du kannst nicht schneller als so? Du kriegst mich nicht! Gewonnen! Oh je, das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Captain Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause? Guck mal, da ist Opa Kleff. Opa Kleff kann uns abschleppen. Ich lass mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Kleff. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Kleff, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Captain. Aye, aye, Skipper.
Opa Kleff ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Kleff schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Die Hauptsache ist, ich habe das Rennen gewonnen. Opa Wutz. Schlimmer Opa Wutz. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain Opa. Thank you.